Assassin's Creed Valhalla ist besser als The Witcher. Naja, zumindest was die Grafik angeht. Ob diese These stimmt, das in diesem Video, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed, aber auch The Witcher. Also bleibt sehr gerne mit dem Abo mit dabei, wenn ihr eins der Games auch so liebt, wie ich das tue. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Heute mal wieder eine Reaktion. Und zwar auf ein Video vom lieben Game V. Ja, der hat ein Video erstellt am 30.11.2020, wo er eben alles auf maximaler Grafikeinstellung vergleicht, sowohl in The Witcher als auch in eben Assassin's Creed Valhalla. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was jetzt geiler aussieht, weil ich finde persönlich 2021 sieht The Witcher nicht mehr zeitgemäß aus. Man kann es aber noch modden und zwar mit Raytracing, Texturen und. Aber jetzt geht es, glaube ich, erstmal um einfach nur die Grundeinstellung und das wird sich wahrscheinlich ein bisschen was nehmen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Man sieht hier ganz stark am Anfang, wie ich finde, schon Unterschiede. Die Texturen im Schnee sind in The Witcher 3 einfach nicht so vorhanden. Es ist wunderschön, finde ich. Aber in Assassin's Creed Valhalla hast du wesentlich höhere Kontraste, mehr Texturen im Schnee. Du siehst unterschiedliche Schatten und so weiter, während in The Witcher die Schatten leider noch nicht so detailliert sind, weil es die Technik damals auch einfach noch nicht gab. Es gab damals kein Raytracing, das ist jetzt in Valhalla auch noch nicht verbaut, aber man könnte sagen, so eine Zwischenstufe auf jeden Fall, weichere Schatten und ich glaube auch vor allem die Haare werden in Valhalla vermutlich echt stärker sein. Hier nochmal die Pflanzen. Ja, aber es, an vielen Stellen muss man sagen, sieht The Witcher trotzdem genial aus, meiner Meinung nach, auch 6 Jahre später. Klar, es ist einfach gealtert und es bleibt aber weiterhin mein Lieblingsspiel und ich spiele es auch immer noch gerne, vor allem wenn ich dann nochmal ein 4K-Mod und irgendwie Raytracing anhabe. Dann ballert das natürlich und wir haben ja bald eh sowieso nochmal das Next-Gen-Update. Ja, das Wasser, es platscht schön in Valhalla, in The Witcher sehr spärlich, ja, was das Tauchen angeht. Das ist wirklich ein sehr guter Vergleich. Hier nochmal realistisch hinten so ein paar Blubberbläschen. In The Witcher passiert da einfach gar nichts. Das ist schon sehr gut umgesetzt in Valhalla. Also wenn man eins Ubisoft zugute halten muss, Open World können sie. Jetzt geht es hier so ein bisschen um das Warten. Na, das Pferd im Wasser natürlich in Valhalla. Kannst du zum ersten Mal hier mit dem Pferd auch schwimmen und drauf sitzen bleiben. Ich glaube, in The Witcher geht das nicht. Eine Runde Boot fahren. Okay, also hier hat man in The Witcher auf jeden Fall so einen kleinen Schleier nochmal hinterm Boot. In Assassin's Creed hast du allerdings hier so richtig schön Splashies. Das ist natürlich sehr realistisch, meiner Meinung nach. Je nach Speed des Boots. Ja, hier ein paar Pflanzen unter Wasser in Valhalla. Richtig schön. Also sieht wirklich klasse aus in Valhalla, muss man sagen. Hier das Ufer in The Witcher sieht auch gut aus. Aber es sieht einfach nicht so gut aus. Es sieht nicht so 2021 aus. Und in 4 Jahren werden wir wahrscheinlich sagen, wow, Valhalla, wie sah das denn damals aus? Aber Witcher, das wird dann wahrscheinlich komplett raus sein, grafikmäßig. Ich bin gespannt auf das Next-Gen-Update, was ja jetzt vermutlich nicht mehr 2021 kommt. Zumindest besteht die Möglichkeit, dass das Ganze nicht klappt. Horse Comparison. Jetzt werden hier nochmal die Pferde verglichen. Ja, okay, hier Plötze. Also Plötze ist halt eine lebende Legende, muss man so sehen. Die Details an der Mähne sind jetzt nicht so vorhanden. Ja. Das ist jetzt auch nicht so das geilste Pferdemodell, muss ich sagen. Ist halt sehr basic. Ja, jetzt geht es so ein bisschen um den Kampf, okay. Da bin ich mal gespannt im Vergleich zu Valhalla. Ne? Also hier haben wir einfaches Ausweichen und Töten. So ist es auch eigentlich in Valhalla. Aber die Kampfanimationen, die sind dann auch in jedem Fall noch etwas spritziger vor allem. Ne? Also das Blut ist hier richtig splishy splash, als wenn wir im Spaßbad. Nicht falsch verstehen. Meine Scherze gehen manchmal zu weit. Auf jeden Fall recht spritzig. Es ist nicht perfekt, aber es ist nochmal bedeutend cooler. Und die Vegetation ist in Valhalla auch echt sehr, sehr dicht. Ne? Also viele Büsche, viel Unkraut, viele Blümchen auf dem Boden. Da merkt man doch schon, dass das Jahr 2020 mehr raus. World Comparison, einmal so im Allgemeinen die Welt. Hier ganz klar, also sehr eintönig. Kann man auch als Stilmittel verwenden, auf jeden Fall. Hier abwechslungsreicher. Das macht mehr her. Ne? Also es ist natürlich auch ein unfairer Vergleich. Es sind zwei verschiedene Welten mit zwei verschiedenen Ansätzen. Aber man erkennt deutlich den Unterschied und den technischen Fortschritt. Auch hier nochmal die Bäume aus der Ferne. Vielleicht sehen wir gleich hier nochmal ein paar Bäume. Das sieht etwas schärfer aus. Da ist auf jeden Fall mehr Textur vorhanden.
weil man eben 5 Jahre später auch bedeutend bessere Endgeräte hatte. Ich weiß gar nicht mehr, welche Grafikkarten so gerade in waren, als The Witcher 3 rauskam. War das die 970, 980er Serie? Ich glaube schon. Und die haben natürlich einen Bruchteil der Rechenleistung, ja. Also wenn man überlegt, die 3000er Serie ist gerade aktuell, auf denen man auch Valhalla gut zockt. Dann die 2000er Serie hatte nur halb so viel Power. Dann die 1000er Serie, die hatte, glaube ich, nur ein Viertel so viel Power. Und die 970er, weiß ich nicht, nur ein Sechstel oder so, was da an Grafikrechenpower vorhanden ist. Belehrt mich gerne in den Kommentaren. Ich weiß, einige von euch wissen es auf jeden Fall genau und vor allem besser als ich. Aber um da auch nochmal zu sagen, ja, es ist ein unfairer Vergleich, der hier gezogen wird. Aber ich finde es trotzdem einfach interessant, das nochmal im Kontrast zu sehen. Oh, geil. Richtig geil, dieser Blätterregen. Erinnert mich so ein bisschen an Ghost of Tsushima. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es in Valhalla auch ist. Aber es ist halt eben subtiler als in Ghost of Tsushima. Ja, so ein bisschen Bogenschießen. Gut. Seien wir early. Armbrustschießen in Witcher. Das ist nichts. Außer unter Wasser gegen irgendwelche Ertrunkenen. Bleiben die Bolzen da überhaupt stecken? Ich glaube nicht. Also ich glaube, da sieht man gar nichts. Und das ist natürlich in Valhalla nochmal bedeutend anders. Die Armbrust, die hat Geralt halt einfach nur, damit er eine Armbrust hat. Ja, seien wir early an der Stelle. Einen anderen Zweck gibt es dafür nicht. Okay, jetzt geht es hier, glaube ich, um Dämmerung, um Golden Hour oder was. In Valhalla sehr schön golden dargestellt. Feuer. Ja. Es war auch gar nicht so schlecht in Witcher. Der Rauch ist auch da. Ein bisschen Funkenflug. Oh, jetzt umfallen? Oh nein, nicht... Oh, skellige Insel. Das ist so grausam. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo runterfallt in einem Game, wenn ihr selber zockt am besten? Und ihr habt einfach dieses Gefühl vom Fallen? Total weird. Ich habe mal geträumt, ich wäre auf einer Achterbahn und es hat sich auch so angefühlt. Hunting. Ah, es ist ja The Wild Hunt. Klar, das muss exzellentes Jagdgefühl sein. Jagd ihr in The Witcher? Ich nicht. Ist überhaupt nicht nötig, meiner Meinung nach. In Valhalla kann man das doch sehr gut machen mit verschiedenen Bogenarten und Co. Ah, das ist durchaus eine Sache, die man unternehmen kann. Bringt jetzt nicht allzu viel, außer für die Jägerquest. In Witcher ist halt die Armbrust nicht so geil. So, aber dadurch wird es halt auch einfach nicht zu einem fairen Vergleich, weil das Spiel halt das überhaupt nicht als Feature aufnehmen wollte. Jetzt nochmal allgemein zur Welt. Sehr geile Location. Eine meiner Lieblingsstellen. Ich glaube, hier bist du im Hearts of Stone DLC am Anfang. Hier unten an dem Schrand wahrscheinlich irgendwo. Ja, das sieht danach aus. Genau, ich glaube, da startet das Heart of Stone DLC. Geile Welt. Es ist natürlich ganz viel Horizont. Wolken sind recht flach, wenn wir early sind. Die Bäume sind recht struppig. Die Wolken haben... Oh, Alter, guck dir die Wolken an. Holy shit, die sind so viel besser. Crap, Mann. Das macht viel aus. Achtet man gar nicht drauf, wenn man es zockt, ne? Aber jetzt, wenn man so guckt, holy shit, die Wolken sind richtig gut. Nicht schlecht und dann natürlich abwechslungsreich. Man sieht so ein bisschen den Landschaftspinsel in Valhalla immer mal, finde ich. Das sieht teilweise lustig, mies aus. Wenn da einfach so offensichtlich ein Pinsel auf eine Landschaft gesetzt wurde mit einem neuen Shader oder einer neuen Farbe für Blätter. Aber sehr geile Landschaft. Das kann Ubisoft und das... Sollte man den auch nicht absprechen. So, weiter geht's hier im Sauseschritt und zwar durch Sümpfe. Meine Güte, die haben echt viele Gebiete übernommen, ne? Und das würde ich tatsächlich gerne nochmal verglichen sehen mit einem voll gemoddeten The Witcher 3 mit 4K Raytracing. Vielleicht mache ich das Video ja mal, wenn ich mein Witcher Next Gen Upgrade habe und ihr das alle natürlich auch habt und dann nochmal gemoddet, dass man einfach so einen krassen Vergleich hat. Oh, das ist halt heftig, ne? Also wie die Sonne hier schon durchkommt. Ich finde, Valhalla hat echt ein geiles Licht, obwohl es kein Raytracing benutzt. Sieht das Licht doch sehr, sehr nice aus und auch tatsächlich besser als in Assassin's Creed Origins und Odyssey. Gerade diese gebrochenen Strahlen. Bei Nacht, gut, Nacht ist halt Nacht. Da ist alles etwas unschärfer. Valhalla an der Stelle etwas kontrastreicher als The Witcher. Im The Witcher verschwimmt auch vieles, ne? Also hier jetzt die Rüstung zum Beispiel. Man sieht halt keinerlei Details, die man in Valhalla dann doch eher wahrnimmt. Gut, das ist jetzt auch eine ungünstige Vergleichsrüstung. Sehr geil, wie das Licht hier gebrochen wird, hier rechts oben und hier. Also das ist schon nice. Ist schon nice, muss ich sagen. Das sieht natürlich auch nur auf dem PC so krass aus. Naja, also immerhin haben wir hier auf feuchten Oberflächen so ein bisschen Lichtreflexion. Ah, es geht auch tatsächlich ums Licht. Hier wird es etwas reflektiert. Das ist schon süß. Die Fackel sieht man. Die Fackel wirkt auf jeden Fall. Der Schattenwurf. Ich weiß nicht, ob der Schattenwurf des Soldaten hier lang geht. Das wäre auf jeden Fall falsch. Nee, geht da nicht tatsächlich. Das ist irgendwie was anderes. Das ist dieser Pfahl hier. Aber ich weiß nicht, wovon der Schatten jetzt... Ah, vom Mond soll der kommen. Okay, dann müsste aber auch von ihm hier eigentlich ein starker Schatten ausgehen. Aber von Geralt geht einer aus. Immerhin das. Licht in Valhalla auf jeden Fall viel nicer.
muss man so sehen, meiner Meinung nach. Es hätte ein paar mehr Schneereflexionen hier geben sollen. Schönes Video, wie ich finde. Ja, schönes Video. Gerne mal ins Original reinschauen beim GameV. Und was ist eure Meinung? Ich bin mal sehr gespannt. Was sieht eurer Meinung nach besser aus? The Witcher 3 oder Assassin's Creed Valhalla? Ist ja bei allem... Bei allen Details, die man sehen kann und Co., immer noch eine subjektive Frage. Und wenn ihr auch subjektive Fragen habt, dann würde ich mich freuen, euch demnächst zu begrüßen. Und zwar auf twitch.tv/fragnaht, wo wir demnächst vielleicht auch mal wieder auf irgendwelche Videos, die ihr vorschlagt, reagieren oder eine Runde Odyssey zocken, Valhalla zocken, Far Cry zocken, New World zocken, über Gaming an sich sprechen. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch dort mal zu sehen und hier reinzuschneien. Das wäre legendär auf twitch.tv/fragner. Das ist natürlich die Adresse für jede Menge Spaß mit Flaggen und Döner. Das war's auch von meiner Seite. Ja, ich würde mich freuen, euch bald mal wiederzusehen. Spannendes Video, wie ich finde. In diesem Sinne, bis bald, euer Wald. Und natürlich hier nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Danke fürs Einschalten und tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.